Hallo und herzlich willkommen, Leute, hier zurück in The Lifeless Planet, dem Early Access Game, das frisch auf Steam erschienen ist. In der letzten Folge haben wir doch erlebt, wie wir hier mehr oder weniger einfach gestrandet sind, gleich am Anfang schon ein Leck hatten im Luftschlauch. Und obwohl es so schien, als gibt es hier kein Leben, haben wir doch Zeichen von biologischer Qualität gefunden, in Form von zum Beispiel Wasser. Am Ende hatten wir noch so eine Art Fata Morgana und sind dann noch fast erschlagen worden von Geröll. Ja, jetzt kommen wir hier plötzlich an diese Stelle an, wo ich aufgehört hatte. Und Leute, ihr seht Stromtrassen auf einem leblosen Planeten. Das sind Stromtrassen. Führen hier runter zu einer Stadt. Schauen wir uns das mal gemeinsam an und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich bin auch mal gespannt, was wir da wohl jetzt finden What werden. is going on here? Frage ich mich auch, mein Freund, The Town. Stadt. Was ist hier los? Waren auf der Mission hier Leben zu finden, haben erstmal nichts gefunden, nur Wüste. Rein theoretisch hätte hier alles grün sein sollen, hat er erzählt. Aber es ist gar nichts los. Und jetzt das? Wenn hier doch Leute gelebt haben, muss hier doch jemand sein. Beobachtet uns da vielleicht irgendwo jemand? Komisch, komisch. What is the point of all this? So, a strange discovery. I need to stay calm. Ich würde das, ihr wisst ja, mein Englisch ist nicht so perfekt, aber ich würde das so übersetzen. Wie übersetze ich Englisch auf Deutsch? Ich kann Englisch perfekt lesen und verstehe es auch, aber ich kann es nicht auf Deutsch übersetzen. Eine krasse Entdeckung, ja? Einfach mal so. Easy peasy. Weißt du, habe ich krass Entdeckung gemacht. For 15 years, I hung in cryo, like a bag of forgotten frozen vegetables. That's what they said. Anyway, they played us real good with that story they spun. Another planet, suitable for housing human life. Can't believe I fell for it. Ja, 15 Jahre lang lagen wir einfach wie ein Stück Fleisch, einfach wie ein Wesen in einer Kryophase, also in einem Apparat oder in einer Tasche, steht like a bag, wie eine Tasche, einfach im Kryostatus, wo unser Herz im Prinzip kaum noch geschlagen hat. Wir haben damit 15 Jahre verbracht und es hieß, hier soll auf diesem Planeten soll Leben herrschen, eine riesen lebende Welt. Er kann kaum glauben, dass er darauf reingefallen ist, was er hier gefunden hat. I actually have to compliment them on the lack of oxygen. That's a really nice stuff. Of course, they probably just tampered with the meters. I bet I could take off my helmet right now. Is that what this is? A test to see how long it takes us to break protocol? I'm not some rocket jockey kid playing at being an astronaut. What in the world is the point? Click on, the item expanded. Okay, können wir noch weiter runterfahren? Ja, was er hier noch geschrieben hat, er muss ein Kompliment aussprechen dafür, dass die für 15 Jahre lang hier Sauerstoff, so würde ich das übersetzen für mich, dabei hatten. Das ist schon eine krasse Sache, was sie da geschafft haben. Hier möchte er am liebsten seinen Helm vom Kopf nehmen und er fragt sich, ob das ein Test sein soll, wie lange das dauert, bis er die Protokolle bricht. Er ist nicht einfach irgend so ein hergelaufener Astronaut, der einfach mal Protokolle bricht, deswegen macht das nicht. Aber irgendwie wird er es doch gern machen, einfach mal probieren, ob er hier wirklich atmen kann und den Helm runternehmen. Man weiß ja nicht, stirbt er dann? Need to stay calm. My head is still spinning from the crash. Ja, ihm geht's immer noch nicht so gut. Probably need a doctor. I bet they think that funny too. Okay, da hat er vorher noch was geschrieben. Das hat man noch gar nicht gesehen. No signs of life. I was following a trackway left behind by my crew, but not separate from the trail. Ah, doch. Ja, doch, das hatten wir schon. In der letzten Folge hatten wir das schon gelesen. Komme ich da wohl rein? Oh, wir haben eine Taschenlampe. Komme ich hier irgendwie rein?
Linke Maustaste, rechte E, R, T, F, Leertaste. Anscheinend nicht. Da hinten gibt es einen Hintereingang. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie reinkommen. Anscheinend nicht. Oh. Hier. Also das heißt, hier kommen wir wirklich nirgends rein in die Häuser. Aber Leute, nicht nur, dass ich hier vorne einen Punkt sehe, sondern ich glaube, wir kommen da oben ins Dach. Und das möchte ich als erstes testen. Tief vergraben im Kabel. How do I make it up there? Wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch? Frage ich mich auch. Ist irgendwie ein kleines Vordach, wo wir hochhüpfen können, dann von Haus zu Haus. Eventuell. Nee. Scheint nicht. Dort. Da ist was. Da ist Gas. Your Oxygen Level is armor. Okay, wir haben unser Sauerstoff aufgefüllt. Was liegt da? Меня нет слов, чтобы выразить свою гордость в связи с началом наших экспериментов здесь, Versteht kein в Wort. этом Das ist новом Russisch. мире. Когда мне Director's описали Report, Зеленый Огонь, 25.06.1978. как будто из мультфильма. So, there Я are не no мог words to представить себе, что emphasize увижу my такой pride as I begin our красочный мир. experiments here on Я this просто new world. ошеломлен его When красотой. they И described the теперь green fire нам to me, предстоит it трудный sounded путь по алой дымке artificial. этой планеты, Like во something благо нашей drawn in an animation. To Проглядеть imagine на I would Запада lay my расцветает eyes on a world of вдохновение, как colorful. апельсины, I am они overwhelmed by узнают its наш beauty, and now we суверенитет, begin a difficult суверенитет journey Советского to Союза. cultivate this За place нами in the стоит name of the так много motherland. побед. Мы дали отпор The Керманской governments of the агрессии, West call стали our могущественной intentions державой aggressive. и доблестно They боролись за do not believe распространение in коммунистических идеалов среди sovereignty, людей, what? Сворованных Sovereignty? народов. Komisches Wort, kenne ich gar Прочим, nicht. здесь Sovereignty, that is our Soviet спорить Union. стране Советов вырваться But we далеко have seen вперед so many и victorious. поставить нас во главе We всего repelled остального мира. Germany's aggression Без in единого our истребления glorious rise to. мы обеспечим весь Wir hatten Советский einfach Союз Pech, огнем, Leute. Wir hatten einfach Pech. Und das soll источники jetzt которых мы nicht schlecht обеспечиваем sein. Ich möchte nicht über irgendjemand schlecht здесь. reden. Я буду Wir hatten einfach стоять, Pech. пока Mehr möchte ich мир gar nicht in sagen. этом совершенстве. Aber es ist schon okay, wie das alles so gelaufen ist. Mehr oder weniger. Kann man eh nichts ändern. The government of the West Gallia, ja, haben wir schon. They do not believe in the Soviet Union. But, ja, okay. Da waren wir schon. Okay. In our glorious rise to power and fought with a valor to spread the communist ideal to other broken nations. But what we accomplished here will drive the Soviet Union ahead of the entire world without ever firing a shot. We will power the entire Soviet Union with what we learn here, and I am the one who will learn us to lead us to victory. Dramatic translated from Russia. Okay, da hat also dieser Wissenschaftler geschrieben, als sie hier mit diesen ganzen Nachforschungen begonnen haben und mit diesen Experimenten, hätte das kaum glauben können, wie schön das alles hier ist, wie schön das alles hier aussieht und diese Tests, die er hier gemacht hat, was die, wir sehen es ja hier oben, die russische How Flagge. is this possible? Ja, wie ist das möglich? Man hätte kaum glauben können, wo das alles hinführt. Sollte mal zweimal drücken. Das hätte, sie haben so viel geschafft als russische Nation. Und das hätte so viel werden können für ihr Land, so viel an Zukunft und an Erfahrungen für sie bringen können. Aber ja, es sieht in allem positiv. Na, okay. Hier kommen wir also so nicht rüber. So viel steht fest. Ich muss irgendeinen Weg finden, da hochzukommen. Weil rein geht's hier definitiv nicht. Kann ich das tragen? Linke Maustaste. Linke Maustaste, ja, mache ich.
Komisch. Ja, die linke Maustaste. Das mache ich hier gerade. Aber ich kann das irgendwie nicht aufnehmen. Jetzt muss ich mal probieren, ob ich hier irgendwie. Ja, also ich probiere es. Scheint aber nicht zu gehen. In diesem Early Access Game. Schauen wir doch mal kurz in die Optionen. Ja, die Qualitäten und so weiter hatten wir an. Last Checkpoints, Options. Hier finden wir nichts weiter. Doch Controls. Move Arm via SMD. Okay, Claw Cam C. Right Stick. Left Mouse Button oder Gamepad. Das ist zum Greifen. Linke Maustaste, ja. Also anscheinend schon. Aber. So, ihr seht es hier. Ich greife das gerade. Der linken Maustaste. Schon eine ganz komische Sache. Warum kann ich das nicht greifen? Warum funktioniert das nicht? Liegt das jetzt an meinen Einstellungen? Oder liegt das hier noch am Early Access Game? Ist das noch ein Bug im Moment? Ich will das gern greifen, wenn das irgendwie geht. Können wir die Sicht verändern? Was passiert mit Q und E? Nichts. G, H, V. Na komm, geh darüber. Och Mann. Die sind zusammengemacht, die können wir auch nicht umwerfen. Warum kann man das nicht greifen, Leute? Warum kann ich das nicht greifen? Das klappt nicht. Auch nicht mit linker Maustaste. Eigentlich müsste es ja damit klappen. Was es leider nicht tut. Bleibt drauf oder auch nicht. Klickt das an, aber es rastet nicht. Eben, also ihr seht das, da bewegt auch was, wenn ich drauf drücke. Seht ihr? Aber mehr nicht. Kann das nur anschucken. Ach, vielleicht muss ich ja bloß. Na gut, okay, ich glaube, ich habe es jetzt geblickt, Leute. Oh Mann. Ich glaube, ich habe das jetzt geblickt. Nein, hochhüpfen und noch höher. Ja, das kann man gar nicht bewegen. Ich wollte das da drüben hinstellen. Hab ganz vergessen, dass man ja von hier rüber hüpfen kann. Also das heißt, das war bewegbar. Einfach so. Es war nur ein Anschucker, dieses Greifen. Och, ja, na klar. Na klar. Also, nochmal. Ab. Und hoch. Hoch. Die haben hier sogar Antennen gehabt. Schornstein. Schaut mal, da kann man runtersehen. Da sieht man aber nur das Haus. Noch eine unfertige Textur, meine Damen und Herren. Und hier vor. Da sind wir jetzt also. Mann, wir sind ja fast so hoch wie das Dach. Was finden wir hier? Second half of code for a chest to Southern Laborry 549. Also eine zweite Seite von einem bestimmten Code von diesem Labor. In keeping with security protocol, this portion of the security code must be kept separately from other half of code. Ja, wir haben hier einen Sicherheitscode. Und nach den Regeln müssen die getrennt voneinander aufbewahrt werden. Wir haben hier also jetzt die eine Hälfte davon. Ja, die Probleme mit dem Greifen hätte ich lieber mal ein bisschen mehr nachgedacht. Aber ich schaue mich hier mal noch weiter um. Ich weiß nicht, ob das schon alles war. Da hoch. Da rutschen wir wieder runter. Da hinten. Genau, lass da mal da hochgehen. Mal hier schön umschauen. Da hinten sehen wir einen riesen Turm. Da geht übrigens die Stromtrasse weiter. Und da hinten irgendwo. Oh.
Riesenzaun. Was hat's hier unten in diesem Canyon? Ah, nichts. Begeben wir uns mal zu diesem Turm. Finden wir heraus, was da hinten versteckt ist, ob das wohl ein Turm ist oder nicht. Ja, es scheint, die Russen haben diesen Planeten hier besiedelt, haben hier verschiedene Tests gemacht und vielleicht haben wir hier von der ISA, ISSA und haben da vielleicht Lebenssignale von diesem Planeten. Da hinten ist nochmal was, Leute. Haben hier Lebenssignale empfangen. Wir wussten im Prinzip gar nicht, dass die Russen da hochgehen. Also haben wir probiert, jetzt den Planeten zu besiedeln. So würde ich da für mich jetzt storymäßig überdenken, dass wir Signale abgefangen haben von diesem Planeten. Ach du Scheiße, hey, 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 was geht da vor sich? Hallo, Leute, seht ihr das? Da verfolgt uns doch, alter Schwede, nichts wie weg, da komme ich da rein, irgendwie. Hey, wow, fuck. Okay. Wow. Oh man, this is messed up. Listen, you're almost out of oxygen. I'm pretty low myself, but I'm gonna give you everything I can. I think there may be some air canisters in that town. Okay, you're gonna be all right now. Just hang in there, buddy. We'll figure this out together, all right? Whoa! Oh shit! Was geht hier ab, Leute? Was geht da ab? Das war ein Deutscher übrigens, hat die deutsche Flagge hier dran gehabt. Wir haben ihm hier Sauerstoff gegeben, haben ihn endlich mal gefunden. Und jetzt ist er weg. Jetzt ist er verschwunden. Das ist die andere Hälfte des Codes, wo wir vorhin die zweite Hälfte gefunden haben, von diesem Sicherheitscode, von diesem Labor. Leute, was geht hier vor? Was hat es mit all diesem auf sich? Warum hat sich der Boden jetzt unseren Kollegen geschnappt? Die Aliens? Das, ein bisschen spooky, Leute. Wird's doch schon ein bisschen spooky. Wir sind nicht die Einzigen hier. Sind Aliens hier diejenigen, die das alles beendet haben? Ein Friedhof. Oh, wir sind low on oxygen. Na, ach du Scheiße, na toll. Nein, reicht das noch? Da war in der Stadt Oxygen. Da ist nicht euer Ernst, das darf ich da reinrennen. Wo war der? Der war irgendwo am Anfang in so einer Flasche. Ich habe da gerade auf der rechten Seite was gehört. Ich habe ja hier ein 5.1 Headset. Ich habe was gehört, dass da was war, aber ich schaue jetzt nicht hin, wir haben keine Zeit. Aber da war was da drüben. Schaffen wir das noch? Und wird schon schwarz vor Augen. So, jetzt wird das Bild wieder besser. 8 Stunden haben wir jetzt wieder Sauerstoff. Ja, wir hatten mit dem natürlich gerade eben unser Sauerstoff geteilt. Deswegen hatten wir jetzt kaum noch was. Wäre dort auch was gewesen? Nee, ich glaube nicht. Ja, irgendwo hier habe ich vorhin was gehört, hier bei mir im Kopfhörer. Ein Geräusch von rechts. Das war das Haus. Jetzt wird es schon spannend hier im Game, Leute. Wenn man nicht weiß, was einen wohl holen kann. Was uns da vielleicht jagt. Was das alles hier ausgerottet hat. Bin ich ja mal wirklich gespannt. Things I miss. Life has gotten very hard here. I want to go home so much. My brother said I should make a list of things I miss about home. Ja, er möchte so gerne nach Hause gehen. Sein Bruder hat gesagt, er soll sich eine Liste erstellen, was er so arg vermisst, was er direkt von daheim vermisst. I smile when I think about the things. Ja, wenn man natürlich drüber nachdenkt, wie schön das vielleicht war auf der Erde noch.
das, was man alle vermisst, dann hat man es ja doch irgendwie, was er am Herzen hat, bei sich. Und dann ist der Abschied vielleicht manchmal schwerer, manchmal auch weniger schwerer. Hopeful we'll able to go back very soon. Ja, er hofft, irgendwann kann er zurückgehen. Things I miss from home. Cheburashka. Lauter. Musik. Babushka Samovar. Ah, die Babushka vermisse ich auch immer. Also die fehlt mir wirklich jeden Tag. Medizin. Frisches Brot. Milch. Mutter. Okay. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist nicht einfach. Aber wenn man ja geht, wenn man sich auf sowas einlässt, dann muss man sich damit befassen, dass so etwas passiert. Hier sind aber viele gestorben. These graves seem pretty makeshift. The graves discover a collection of makeshift graves outside the town. Whatever and wherever this place is, it seems things didn't end well for the inhabitants. Ja, ziemlich viele Gräber hier. Das scheint wohl nicht alles glatt gelaufen zu sein. So viele Gräber, wie hier liegen. Und was ist da drüben? Das ist ein Eingang zu irgendwas Unterirdischem, kann das sein? Geht auf diesem Planeten nur vor, meine Freunde. Nee, nicht schon wieder so eine Wolke, oder? Was passiert da drin? Was passiert da drin? Oh, oh. Research Complex, also Forschungsstation. Das sah mir wirklich der Eingang, so sah der Eingang auch aus, wie eine Forschungsstation. So leicht angemerkt, habe ich so eine Early Access. In der Textur gab es nämlich gar keinen Weg nach unten, man konnte bis nach hinten schauen. Aber was finden wir drin? Finden wir hier Aliens? Irgendwelche weitere Tote? Was ist für all das verantwortlich? Tja, ich bin wirklich gespannt. Press F or right bumper to enable your right bumper. Das ist, wenn man mit der Xbox, mit dem Xbox oder PlayStation Controller spielt. Den könnt. Da ist wieder ein Bett, Leute. Könnt ihr euch das letzte Mal erinnern, als wir hier in Folge 1 ein Bett gesehen haben, was dann passiert ist? Was passiert hier wieder? Wer macht das mit uns? Bleibt dabei und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Hier in Lifeless Planet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Stay tuned. Have fun. Für euch war euer Muscle Tech. Bis zum nächsten Mal.